Ah, da ist das nächste Licht. Kein Wunder, dass Kuru diesen Ort meidet. Der Sonnenstein lässt noch immer das Licht erstrahlen, das sie so fürchtet. Du hast den Sonnenschein gefunden. Mit dieser legendären Rune bekommst du Zugang zum Mohoru-Berg. Der Gipfel der Welt. Ach, sag bloß. Ach, wie geil! Ach, Gummo, du bist der Beste! Ihre Reise inspirierte selbst jenen, der Zweifel hatte. Gummo hat einen Ort gefunden, zu dem er gehörte. Könnt ihr selber lesen, die Stimme ist geiler zuzuhören. Mit Hilfe des Sonnensteins können wir jetzt die Tore des Horubergs passieren. Aber spürst du das Beben und Donnern der Erde? Der Horuberg ist kurz davor, Feuer zu spucken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Dahin müssen wir jetzt. Oh, okay. Ach, da waren wir schon mal in der Nähe. Boah, das war ganz schön. Boah. Das war ein ganz schön weites Stück von uns. Da haben wir noch was zum Einsammeln. Sonnenstein haben wir jetzt dabei, ne? Können wir hier hinten was holen? Boah, die werden wir einfach verrecken. Okay. Dann auf zum Horuberg. Ist ein Stückchen bis dahin. Wow. Ah, das kriegen wir schon hin. Sind schon wieder ein ganzes Stück weit unten. Wow. Och, verreckt. Weil ich einfach durch wollte. So, jetzt wieder vorsichtig. Wow. Och, der zweite war natürlich an. Scheißen Dreck. Meine Güte, ich mache so viele Fehler heute. Aber gut, Ori hat es in sich, wie gesagt. Och, da treibe ich natürlich noch hoch. Ich kann nicht dazwischen bleiben, echt. Und warum verrecken wir gleich bei einem Treffer? Wir haben so viele Lebensenergiezellen. Das müsste doch Ori wenigstens einen Schuss aushalten. Jetzt aber. Hier war es ja nicht durch, ne? Ne, wir müssen noch weiter runter. Au! So. Ne, da auch nicht. Ah, da können wir jetzt nochmal den Supersprung probieren. Speichern. Ach, verdammt. Vielleicht können wir den Vogel hier. Ja. Da ist ein Kartensteinfragment gefunden. Das war's. Nicht hier so ein Schlüsselfragment, ein Kartensteinfragment. Na gut, die eine Map unten.
hatten wir ausgelassen. Da ist das irgendwie nicht so wichtig hier. Ah, auch das können wir ja mitnehmen. Ist ja kein Problem. So, wir mussten noch weiter nach unten. Ja, auf jeden Fall noch weiter nach unten. Schups. Wow. Einfach querbeet drüber. So. Dann wären wir an der richtigen Stelle. Jawohl, ja. Ach, da können wir vielleicht auch das Ding aufsprengen da. Flop. Aua. Nee, es ging doch hier lang, ne? Jawohl, jetzt sind wir gleich da. So, Vogel down. Nee, das können wir so nicht aufspringen, verdammt. Den Sprung macht sie auch nur, wenn sie festen Boden unter den Füßen hat. Ach, verdammt, wie komme ich denn dann da rein? Ach, das ist doch blöd. Das verstehe ich nicht, wie man denn daran kommt. Dann ist mir das leider ein Rätsel. Haben wir, wie viele Fähigkeiten haben wir eigentlich schon? Kartenlegende? Nee, zwischen Spieler wechseln? Zielspieler? Nee. Ach, wenn man da dann durchkommt, weiß ich jetzt leider nicht. Scheint aber doch etwas schwieriger zu sein. Alle platt machen einfach auf unserem Weg zum Huroberg. Okay. Ach verdammt, hätte fast funktioniert. Jawohl. Pow. Okay, das brauchten wir aber nicht unbedingt. Halt, da unten war noch was, was wir noch holen könnten. Da können wir dann zum Beispiel hochspringen. Da, glaube ich, kommen wir dann auch hoch. Ach, verdammt, das habe ich jetzt verpasst. Das da unten müssten wir eigentlich jetzt hochkommen mit dem Supersprung. Da gehen wir dann nach unten und dann nach oben und dann hier hoch wieder. Da machen wir einen kleinen Umweg. Kommt, Leute. Das nehmen wir auf uns für einen Fähigkeitenpunkt. Nehmen wir das auf uns. So, wo ging es lang? Noch weiter unten, ne? So, und dann hier nach unten. Okay, und jetzt nach oben, genau. Safe Game. Boah. Und ihr wisst bitte schön dadurch. Komm, auch ich glaube von der Seite aus hier geht das nur. Ach verdammt.
Jawohl. Pam. Ach, endlich sind wir hier oben. War jetzt auch ein ganz schönes Stück hier nach oben zu gelangen, aber es hat funktioniert. Sehr gut, hier möchte ich dann nochmal speichern. Ach, nochmal. So. Ach, und da können wir dann hoch. Komm, schaffen wir das? Wir müssen ja irgendwie. Ach, wenn diese Dinger nicht wären, stören würden. Na gut, wir haben ja ein paar Anläufe. Ha! So! Fähigkeitenzelle, yay! Hätten wir auch die. Ach, schön im Höhlenwasser planschen, im klaren Höhlenwasser. So. Da brauchten wir 3 für unseren nächsten Skill. Den wir lernen wollten, brauchten wir eigentlich 3. Und für was sollte man das hier bitte schön investieren? Na gut, ich investiere es einfach mal. Da ist bestimmt ein geheimer kleiner Raum dahinter. Nicht wirklich, einfach nur ein Durchgang. Ach, naja. Scheiß drauf, wir haben ja eh genug von all dem Zeug hier, von diesen Energie-Dingern. Wow. Und wir müssen jetzt mal hier rüberschieben. Dann können wir uns nämlich da noch die neue Energiezelle holen. Dann hätten wir da auch 10 Stück. Na gut, bei den Lebenszellen haben wir schon 11. Aber wenigstens 10 hätten wir dann mal. Yay! So, und dann geht's nach rechts. Und immer weiter nach rechts. Dass wir dann Richtung Kuroberg kommen. Hopp, nach rechts. Und weiter nach rechts. Mussten wir jetzt hier nach oben? Ja. Ja, am besten dann nach oben. Oh, nee, nach unten. Dann können wir uns die noch holen. Dann können wir uns noch eine weitere Fähigkeitenzelle holen. Dann können wir nämlich wieder eine neue Fähigkeit erlernen, weil dann hätten wir wieder 3 Punkte. Ach, da haben wir es doch schon. Jawohl! Komm, dann speichern wir doch mal ein Hoch auf die neuen Fähigkeiten. Stichflammenexplosion. 3 Fähigkeitspunkte. Erhöht die Ausbeute bei Geistern. Was ist eine Ausbeute? Lebenszellen werden auf der Karte angezeigt. Ach komm, ich mach das hier. Fähigkeit gemeistert. So, und dann geht's weiter da nach oben. Da könnten wir auch noch uns die holen. Und hier hinten gab es ja keine Fähigkeitenzelle mehr speziell, ne? Bloß noch die da oben, die wir noch nicht haben. Hier unten gab es auch keine mehr. Okay, dann lass uns erstmal da rüber gehen. Dann nach links, dann da hoch, dann hier hoch und dann zurück. Hier lang, da noch eine holen, eine zweite. Und dann gehen wir Richtung Huroberg. Huroberg ist der. Au. Ach, da war. Ja, was war das jetzt? Ach, das war bloß ein bisschen Erfahrung. So, mit mehreren Möglichkeiten hier das Ding hochzuklettern. So, ich glaube, wir sind richtig hier, ne? Wir mussten ja jetzt darüber und dann da hoch. Genau, wir sind richtig. Ja, lieber nochmal nachgucken. Mit, ach Gott, das wieder. Wäre ich noch bald zerquetscht worden. Ah,
geahnt. Hier kommen wir jetzt so hoch, ohne da auf dem Ding fahren zu müssen. Und noch Gefahr laufen, zerquetscht zu werden. So, und jetzt war es nach links. Ja, nach links, nach oben. Jawohl, wir sind richtig. Wenn wir mal wieder nachschauen. So, hier speichere ich mal lieber. Ich weiß nämlich hier nie. Ich bin mir nicht so sicher hier. Ach, geschafft. Okay. So. Ne, wir sind falsch. Ich muss nach links. Ach, ich muss hätte nach links hochgemusst. Nein, verreckt. Egal, wir haben gespeichert. So, Kuro, komm. So, Karten haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon. Oh, und hier weht jetzt auch überall der Wind. Boah, wenn wir jetzt hier nach oben steigen können. Total easy alles. Meister Errungenschaft freigeschaltet. Auch geil. Ach, jetzt können wir nach oben fliegen. Das ist ja noch besser. Ah, dann holen wir uns die Fähigkeitenzelle viel einfacher. Okay, und jetzt müssen wir wohl lang? Hier nach unten und links wieder. Genau, und dann nach oben irgendwann. Ja, das brauche ich jetzt nicht. So, hier lang müssen wir jetzt, hier rüber. Wow, aua. Wir sind schon richtig, ne? Jawohl. Sind wir? Boah, hier kommen schon die ersten Feuerdinger. Hier sind wir doch schon mal gewesen. Naja, hier sind wir schon mal gewesen. Ist wahrscheinlich nicht aufgefallen. Das Feuerviech. Doch, 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 an das kann ich mich erinnern. An das kann ich mich erinnern. Ja, da hatten sie damals schon mit Magma rumgespuckt. Hier machen wir einen Speicherpunkt und da oben müssen wir wieder so einen Rhinoceros hinlocken, ne? Paff! Funktioniert doch alles. Na komm schon.